Ja, eine schreckliche Tat, die beschäftigt momentan ganz Österreich, der Mord von Döbling und vor allem der mutmaßliche Täter, der extrem kaltblütig gehandelt hat. Dr. Reinhard Haller ist jetzt bei uns, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, man fragt sich natürlich, wie ist so etwas möglich, dass ein Mensch zu so einer barbarischen Tat imstande ist, seinem Opfer gerade am Geburtstag aus kurzer Distanz in den Kopf geschossen hat. Ich kann natürlich keine Ferndiagnosen stellen, aber die Sprache des Verbrechens, die Gesamtkonstellation der Tat lässt einige Rückschlüsse zu. Man muss in einem solchen Fall zunächst immer ausschließen, ob der Täter nicht psychisch krank ist. Psychisch Kranke sind in ihrer Gesamtheit nicht gefährlicher als die Durchschnittsbevölkerung. Es gibt allerdings einige Krankheitsbilder. Dazu gehört der Wahn, der Verfolgungswahn, die ein hohes Tötungsrisiko haben. Und bei diesen Tätern ist es natürlich gefährlich, dass sie psychisch sonst völlig intakt sind, also voll leistungsfähig. Aber sie leben in einer anderen Wirklichkeit. Sie fühlen sich bedroht und wehren sich dann gegen einen vermeintlichen Verfolger. Das ist bei etwa 20% der Tötungsdelikte der Fall. Natürlich erhebt sich hier in erster Linie der Verdacht, dass es sich wieder einmal, muss ich schon fast sagen, um ein Beziehungsdelikt handelt. Wir in Österreich haben an sich eine niedrige Tötungsrate, aber wir haben eine sehr hohe an Beziehungsdelikten. Etwa 70% der ca. 50 bis 80 Tötungen, die es in Österreich pro Jahr gibt, spielen sich unter den eigenen vier Wänden sozusagen ab. Also das heißt, die Gefährlichkeit ist im emotionalen Bereich gegeben. Besonders Männer reagieren darauf oft mit tödlicher Rache. Und das könnte in diesem Fall natürlich auch der Fall gewesen sein. Inwiefern spielt da vielleicht auch die Kränkung eine Rolle? Der Mann hätte delogiert werden sollen, hat seinen Beruf verloren, war wahrscheinlich auch sozial isoliert. Kränkungen sind einer der wichtigsten Auslöser von schweren Verbrechen. Kränkungen werden maßlos unterschätzt, weil sie sind objektiv gesehen ja nichts Besonderes. Das sind keine großen Tragödien, aber subjektiv können sie die Welt bedeuten. Und wenn dann bei einem Menschen viele Kränkungen zusammenkommen, dann kann es tatsächlich sein, dass er in eine Art Zermürbungsprozess verfällt, in dem er natürlich auch auf Genugtuung, auf Rache für den Kränker sinnt. Und das könnte natürlich in diesem Fall auch möglich gewesen sein, wobei manchmal beim Zusammenkommen von verschiedenen existenzbedrohenden Faktoren, also sprich im partnerschaftlichen, im familiären Bereich, aber auch im beruflichen, dass dann so eine Art Endzeitstimmung auftritt, sozusagen jetzt ist alles verloren und jetzt werde ich mich aber an der kalten Welt, die mich ausgeschlossen hat, die mich in diese Situation gebracht hat, noch einmal ordentlich rächen. Sie haben schon sehr, sehr viele Fälle begleitet, sehr schlimme Fälle auch. Ist es normal, dass der Täter sich dann einige Stunden später nach so einer Tat, nachdem die Polizei mit Großfahndung nach ihm unterwegs war, sich selbst der Polizei stellt? Das ist durchaus häufig der Fall, und zwar, wenn es sich um Affekttaten handelt, gerade im Beziehungsbereich beispielsweise, dann ist das ja oft ein Täter auch etwas Überraschendes. Also er hätte nie gedacht, dass er zu so etwas fähig ist, wenn es in einer emotional aufgeschaukelten Situation zum Durchdrehen unter Anführungszeichen kommt. Und dann ist er natürlich nachher fassungslos seinem eigenen Handeln gegenüber und stellt sich. Es gibt auch Täter, die anders handeln aus Rachebedürfnis heraus, die aber einen gewissen Stolz haben, die sagen, das war recht so, dem oder der ist es recht geschehen, die hat mich gekränkt, die hat mich beleidigt und dazu stehe ich. Und dann gibt es noch eine dritte Tätergruppe, die einfach auch ein Sühnebedürfnis haben, die sagen, ja, ich habe etwas Unrechtes getan, dazu stehe ich, dafür will ich auch büßen. Und so haben wir also doch die Tatsache, dass in etwa 80% der überlebenden Täter, oft bringen sie sich ja selbst um, der überlebenden Täter sich diese auch stellen. War bei diesem Fall vielleicht gerade das Ungewöhnliche, Sie haben gesagt, das ist wahrscheinlich eine Beziehungstat, dass eine dritte Person involviert war. Es soll eine junge Frau mit dem Opfer auf der Bank gewesen sein und im Internet Videos angeschaut haben. Sie ist dann geflüchtet. Ist das ein bisschen ungewöhnlich, dass da nicht sozusagen der Scham den mutmaßlichen Täter davon abhält, seine Handlung zu setzen in diesem Moment vor einer dritten Person? Ich glaube, diese dritte Person hat vor allem Glück gehabt, dass sie selbst nicht auch zum Opfer geworden ist, weil in der Regel kommt es hier zu einer Tabula Rasa-Situation. Also das heißt, es werden dann beide Teile getötet und insofern denke ich mir, hat sie Glück gehabt. Aber es könnte natürlich schon sein, dass das Opfer an sich im Vorstellungsgefüge dieser Person eine ganz besondere Rolle gespielt hat, sei es nun krankhafter oder ganz normaler Konkurrenzart beispielsweise, und dass er als
also ganz gezielt so vorgegangen ist und dabei auch keine Rücksicht genommen hat, dass hier eine Zeugin dabei war, die natürlich schwer traumatisiert worden ist. Wir wissen natürlich jetzt nicht genau, wie es der Frau geht, aber was würden Sie als Psychiater in so einer Situation raten? Wird sie da Hilfe eines Psychiaters in Anspruch nehmen? Das würde ich hier dringend raten und das hoffe ich auch, denn das ist doch ein Trauma ersten Ranges, wenn man Zeuge eines Gewaltverbrechens, eines derartig kalten Tötungsdeliktes wird. Das wird sein Leben lang nicht mehr loslassen. Das heißt, sie wird unter Nachhallerinnerungen, Angstzuständen, Depressionen mutmaßlich leiden. Und hier braucht sie unbedingt professionelle Hilfe und eine Sicht von außen. Nur dann wird sie dieses Tatgeschehen so verarbeiten können, dass es keine Wunde mehr ist, sondern vielleicht noch eine Narbe. Herr Professor Haller, vielen Dank für das Gespräch. Danke.